Es war schon ein Sprung ins kalte Wasser, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil das ein komplett neuer Weg ist. Und natürlich unterstützt das bedingungslose Grundeinkommen mich auf meinem Weg. Und selbst wenn das Grundeinkommen auch nicht mehr da ist, klar, die Unsicherheit ist da, die Ängste sind da. Das haben wir in allen Lebenslagen, auch Bezug zum Beispiel bei mir mit dem Handicap, mit der Sprache. Ich bin Lina, 30 Jahre alt und ich habe vor fast einem Jahr das bedingungslose Grundeinkommen gewonnen und habe mein Leben komplett umgekrempelt. Ich habe meinen Job gekündigt und bin in die Selbstständigkeit gestartet. Ich arbeite hier, weil ich gerne als Trainer arbeite, gerne auch mit dem Element Wasser zu tun habe und ja, gerne Menschen anleite. Nächste Übung, wir schieben das Wasser am Körper. Davor habe ich eine Ausbildung zur Chemielaborantin gemacht und habe angefangen im Labor natürlich zu arbeiten und dann kam das bedingungslose Grundeinkommen und ich habe dann natürlich komplett neu für mich entschieden, etwas anderes zu machen. Die Idee des Grundeinkommens ist, dass jeder Mensch vom Staat jeden Monat zum Beispiel 1.000 bis 1.500 Euro bekommt, einfach so, egal was er oder sie dafür tut, ein Leben lang. Es wird einzeln ausgezahlt, es ist an keine Bedingungen geknüpft und es kriegen eben alle. Unser Verein will herausfinden, wie das Grundeinkommen wirkt und wir sammeln dafür monatlich Spenden von fast 1 Million Euro und die verschenken wir durch eine Verlosung an Menschen. Die erhalten dann ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich, absolut bedingungslos, zusätzlich zu ihrem sonstigen Geld. Die können also damit machen, was sie wollen und wir schauen uns an und beforschen, was das mit den Leuten macht und ob das gut für die Gesellschaft ist. Arbeit ist für mich mehr als einfach nur eine Anstrengung, sondern es ist vielmehr auch eine Leidenschaft, die da ist. Also für mich steht immer fest, wie viel Geld auch da ist. Ich möchte immer irgendwie arbeiten. Ich möchte immer was zu tun haben. Ich möchte meine Kreativität ausleben und gleichzeitig andere Menschen natürlich unterstützen, ihren Weg auch zu finden. Und ich bin ja auch mit einem Handicap auf die Welt gekommen, das heißt AVWS, auditive Verarbeitung und Wahrnehmungsstörung. Das bedeutet, dass ich etwas länger brauche, bis akustische Signale zum Gehirn geleitet werden und dadurch brauche ich auch länger, um bestimmte Dinge zu verstehen bzw. zu verarbeiten. Es kann sein, dass ich im Dialog später erst verstanden habe, worum es ging oder geht und kann dadurch erst auch später darauf reagieren. Klar, ich kann vom Mund ablesen und ich habe Gebärdensprache gelernt, aber ich bin ja auch in einer Welt, wo es darum geht, eben auch verbal und wir wechseln wieder miteinander zu kommunizieren. Für mich ist es eine Herausforderung, vor vielen Menschen zu sprechen. Andererseits mag ich das trotzdem, also es ist schon so eine Mischung aus. Ja, es ist schwierig, vor allem auch bestimmte Dinge zu erklären, zu erläutern. Deswegen setze ich meinen Körper mehr ein, um denen zu erklären, was sie gerade machen dürfen. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig. Also man kann ja bestimmte Defizite kann man ja auch entsprechend ausgleichen. Und wir haben immer die Wahl, da das Beste draus zu machen. Von dem bedingungslosen Grundeinkommen habe ich durch meine Geschwister erfahren. Und das war einfach einmal an einem Abend ein Gesprächsthema am Abendbrotstisch und wir haben darüber geredet. Und ich dachte mir, ja, klingt interessant, aber ich habe damit noch nicht so viel in Verbindung gebracht. Erst im Laufe der Zeit habe ich dann für mich entschieden, mich da zu bewerben. Meine Geschwister und ich haben uns alle für das bedingungslose Grundeinkommen beworben, weil wir sehen, was mit bedingungslosem Grundeinkommen möglich ist und dass es auch einfach eine gute Chance ist für jeden Menschen,
nebenbei etwas zu verdienen, um, ja, um seinen Weg zu gehen, unabhängiger zu sein in den Entscheidungen. Tatsächlich ist es so, dass auch, ich weiß von meinem Bruder, meine Schwester, also meine andere Schwester noch, die ich selber auch persönlich, die zahlen alle auch regelmäßig noch ein ins Grundeinkommen, in der Hoffnung, dass man dann selber irgendwann auch mal gepickt wird und dann auch mal dieses entspanntere Leben führen kann, sage ich mal. Nicht ganz so im Hamsterrad laufen muss, wie es andere jetzt machen müssen, weil sie eben nicht diesen Luxus haben, dass die Existenzgrundlagen gesichert sind irgendwie. Als ich dann gehört hatte, dass Lina gewonnen hatte, war ich natürlich ein bisschen neidisch erstmal, weil man erwartet natürlich, dass man selber jetzt das Grundeinkommen gewinnen würde und dann selber diesen Luxus hat oder die Möglichkeit. Ja, aber sonst gönne ich es natürlich total, weil es eine schöne Sache ist und das sehr spannend ist. Bin auch gespannt, was da noch kommt, weil sie ja jetzt irgendwie versucht, sich selber durchzuschlagen quasi und das ja, ist eine spannende Phase auf jeden Fall. Der Tag, als ich das Grundeinkommen gewonnen habe, war ja einfach ein ganz normaler Tag. Und ich war auf Arbeit und auf einmal bekam ich eine Nachricht von einer Freundin und sie hat gesagt, ey, hast du schon die Mail gesehen? Und schon nein. Und da habe ich nachgeguckt und ich war erstmal etwas, ja, ist es jetzt wirklich passiert? Ist es die Realität? Kann ich damit, ja, ich musste erstmal damit umgehen lernen, dass es wirklich passiert ist. Ich habe vorher Teilzeit gearbeitet im Labor. Das hat in diesem Fall nicht mehr so funktioniert, wie ich wollte. Und dann habe ich für mich entschieden, mir geht's in dem Job nicht mehr so gut, dass ich gesagt habe, ich brauche einen Tapetenwechsel. Und bis jetzt war es die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ich schätze an meiner Selbstständigkeit, dass ich flexibel sein darf, dass ich als Trainer, Speakerin und Künstlerin arbeiten darf. Und für mich ist es wichtig, Vielseitigkeit zu leben, weil das tief aus meinem Inneren spricht. Ich bin nicht nur einer oder eine, die im Labor arbeitet, sowieso nicht mehr. Mein Traumberuf ist unter anderem natürlich Künstlerin zu sein, beziehungsweise mittlerweile kann ich sagen, ich bin Künstlerin. Ja, mittlerweile bin ich froh, das zu leben. Manche orientieren sich vielleicht um, trauen sich eine Firma zu gründen oder so. Die Leute sind irgendwie noch engagierter, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, auch Nein zu sagen zu schlechten Arbeitsbedingungen, zu einem blöden Chef, fühlen sie sich darin irgendwie wirksamer und entwickeln irgendwie noch ein größeres Verantwortungsgefühl, weil sie eben gefühlt nicht mehr so ausgebeutet werden. Und trotzdem steigt aber die Zufriedenheit. Und das ist eigentlich total interessant, weil wir heute ja oft denken, wenn wir viel arbeiten, dann sinkt unsere Zufriedenheit. Aber es scheint gar nicht so wichtig zu sein, wie viel man arbeitet, sondern mit welcher Haltung man daran geht. Mein Leben hat sich durch das bedingungslose Grundeinkommen sehr verändert. Dadurch, dass ich ja nicht mehr früh morgens aufstehe, um ins Labor zu fahren, ist es natürlich so, dass ich komplett anderen Arbeitsalltag habe. Ich stehe anders auf. Ich habe natürlich meine Termine, meine Kurse und gleichzeitig fühle ich mich frei. Ich kann mich frei bewegen. Ich bekomme das Grundeinkommen noch 2 Monate. Es ist schon so, dass die Unsicherheit stärker wird, weil ich ja dadurch nicht mehr diese Sicherheit habe, dass ich wirklich 1.000 Euro im Monat bekomme und ich kann mir dann wahrscheinlich bestimmte Dinge nicht mehr leisten. Ich brauche ein Dach über dem Kopf, ich muss mich ernähren und ich brauche ja eine gewisse Sicherheit, um meine
Berufung auch leben zu können. Und dahingehend kommen schon Ängste hoch, wenn das Grundeinkommen nicht mehr da ist. Die Leute wissen ja relativ klar, dass sie das Geld nur ein Jahr bekommen werden. Das heißt, sie können sich erstmal darauf einstellen. Die reine Tatsache, dass ich weiß, da ist etwas, was ich geschenkt bekomme, man kriegt ja normalerweise nichts geschenkt ohne Gegenleistung, das macht was mit den Leuten, das verändert was, das beruhigt, das motiviert, das sorgt für Selbstreflexion und für mehr Verantwortungsbewusstsein. Und da die Wirkung eben nicht so sehr vom Geld kommt, sondern eher so von diesem, dieser Einstellungsänderung, profitieren die Leute auch über das Grundeinkommensjahr hinaus davon. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich weiter dranbleiben werde und dass ich immer weiter auch diese Bilder male, also dass ich auf jeden Fall mich immer mit Wasser in Verbindung setzen möchte, durch die Bilder auch, weil mir das sehr viel Kraft gibt, mich damit zu verbinden. Das Thema Boote und Schiffe und Wasser, das kam jetzt durchaus, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auf jeden Fall durch das Grundeinkommen, weil ich dann nach der Kündigung dann auch gesagt habe, ich gehe auf eine Reise. Meine Zukunft nach dem Grundeinkommen geht auf jeden Fall weiter, also das Leben geht weiter und ich vertraue dem Leben auch, denn ich glaube auch daran, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich auch neue Türen. Es gab eine Zeit lang, wo ich das Leben als langweilig empfunden habe, weil es einfach nichts mehr Aufregendes gab. Ich hatte einen Job, hatte eine Festanstellung, unbefristet in dem Fall auch. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, jetzt bin ich hier, bin angekommen. Ja, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und ich habe dann gemerkt, ich bin einfach noch nicht fertig. Ich bin einfach noch nicht da, wo ich sein möchte. Und das Leben bietet noch so viel mehr. Und Schiffe sind nicht dazu da, um im Hafen zu bleiben, sondern um auch das Ufer zu verlassen. Was würdet ihr tun, wenn ihr das bedingungslose Grundeinkommen zusätzlich bekommt? Also wenn ihr 1.000 Euro mehr habt. Bitte schreibt es in den Kommentaren.